Kurz. Ich freue mich über die Einladung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, das Thema ist bekannt: Gestalttherapie und Sexualität naht das Ende. Es ist Dornröschen Schlaf. Es ist etwas mehr als 10 Jahre her, dass ich einige Jahre nach dem Ende meiner gestalttherapeutischen Ausbildung mich einmal wieder intensiv mit einem Thema theoretisch auseinandersetzen wollte. Das Thema Sexualität lag in meinem damaligen Arbeitsfeld bei Pro Familia nahe. Immer wieder merkte ich, dass ich in meinen Einzel- und Paarprozessen an meine Grenze kam, dass ich in meiner eigenen psychotherapeutischen Heimat zum Thema Sexualität keine Orientierung fand. Ja, ich arbeitete mit dem, was in den Vordergrund kommt. Ich arbeitete mit dem, wer ich als Person geworden bin. Und doch blieb dieses Gefühl eines Mangels sowohl die Theorie wie das therapeutische Handeln betreffend. Das bemerkte ich umso mehr, als es in anderen therapeutischen Schulen schon lange ausgearbeitete Theorien und Handlungskonzepte zum Umgang mit dem Thema Sexualität gab. So in der Psychoanalyse, in der Verhaltenstherapie, in Ulrich Clemens' Ansatz der systemischen Sexualtherapie. Das wurde mir zur Herausforderung und ich machte mich auf die Suche danach, was denn die Gestalttherapie zum Thema Sexualität sagt. Dass das Ergebnis so radikal ausfallen würde, konnte ich zu Beginn nicht ahnen. Ich stelle die Befunde meiner Recherche, einschließlich der Nachrecherche bis heute, Ihnen in Teil 1 meines Vortrags vor. Teil 2 handelt dann von meinen Überlegungen, warum ausgerechnet die psychotherapeutische Richtung, in der es um Lebendigkeit, um das Fließen des Lebensstroms, um das Auflösen von Blockaden geht, warum gerade dort eine fast komplette Leerstelle in Bezug auf Sexualität offensichtlich ist. In Teil 3 werde ich einige Gründe nennen, die aus meiner Sicht für die Notwendigkeit einer Veränderung sprechen. Und vielleicht können meine Gedanken und Anregungen, die im Übrigen manches aus den vorhergehenden Vorträgen aufgreifen, Ausblicke dazu beitragen, die bisher gelegte Spur zu verbreitern, zu einem gangbaren Weg in der Gestalttherapie zu machen. Um im Bild des im Titel genannten Märchens zu sprechen, Wegbereiter für das Ende des Dornröschenschlafs zu werden. Denn darum geht es, und so verstehe ich auch das Tagungsthema: Wie kann die Gestalttherapie, wie können wir in der Gestalttherapie gestalttherapeutisch gelingend handeln mit dem Thema Sexualität? Das Dornröschenbild erwies sich auf meinem Weg als sehr hilfreich. In Angela Weiblingers Interpretation des Märchens heißt es nämlich: Die Entwicklung des Fehlenden, die Wiedereingliederung des Ausgestoßenen ist Thema des Märchens. Zur Frage der Sprache in meinem Vortrag, was die Geschlechter betrifft: Ich wechsle die männlichen und weiblichen Benennungen und wo ich nicht jemanden explizit nenne, sind alle gemeint. Und ich lade Sie jetzt zu einem ganz kleinen Experiment ein. Ich bitte Sie, für einen Moment innezuhalten und eine berufliche Situation auftauchen zu lassen in Ihrem Inneren, in der es um Sexualität ging, wo das Thema hörbar wurde und oder spürbar. Einen kleinen Moment. Mag sein, es taucht etwas auf, mag sein nicht, mag es auch von Belang sein. Ist es lange her? Wer hat Sexualität auf welche Weise eingebracht? Wie ging es mir bei der Arbeit mit dem Thema Sexualität? Hatte ich genügend und die passenden Worte rechtzeitig zur Verfügung? Wie ging es mir danach? Viele Fragen, ohne dass es jetzt hier um Antworten geht. Eher um eine kleine Besinnung darauf, wo stehe ich mit dem Thema in meinem beruflichen Alltag. Wo immer Sie sich verorten,
Ich wünsche Ihnen jetzt ein entspanntes Zuhören. Es folgt nämlich der historische Teil. Sexualität in der Theorie der Gestalttherapie. Ich fasse meine Recherche zusammen. Das Verhältnis der Gestalttherapie zur Sexualität ist leider ein verschwiegenes. Das ist ein Zitat aus dem Jahr 2000 von Gerda Brandl bei den Linzer Gestalttagen. Und ich nehme es, weil es weitgehend bis heute so ist, allerdings mit Öffnungen. Andernfalls wären wir auch nicht hier zu diesem Tagungsthema. Und Tagungen gibt es seither immer einmal wieder. 1.1, die Literatur der Gründergeneration. Ich habe sie möglichst vollständig rezipiert. Es bleiben Goodmans Arbeiten außer Acht, sofern sie sich außerhalb des direkttherapeutischen Kontexts bewegen. Ich finde sehr wenig grundlegende Aussagen zur Sexualität. Da ist ein interessanter Aufsatz von Laura Perls aus dem Jahr 1949, Anmerkungen zum Mythos des Leidens und der Sexualität, in dem sie sexuelle Lustlosigkeit als Erstarren vor der möglichen Freiheit, als Unfähigkeit zu vollem erotischen Kontakt versteht. Es geht ihr um die Stärkung der Ich-Funktionen. Heute würde ich es so ausdrücken, um die Freiheit, Ja zu sagen und Nein zu sagen. Das ist der Unterschied zu 1949. Da ging es um das Ja-Sagen lernen und heute geht es darum, beides sagen zu können. Dann in Gestalttherapie Grundlagen von 1951 gibt es einige kurze Aussagen zum Zusammenhang von Liebe und Aggression, die für den Umgang mit Sexualität meines Erachtens von Belang werden könnten, dort aber nicht weiter ausgeführt werden. Der Zusammenhang von Wut und Begehren kann im Blick auch, aber natürlich nicht nur, auf die Thematik der sexuellen Unlust neu betrachtet werden. Da nun die Gestalttherapie sich wesentlich aus der Auseinandersetzung mit Sigmund Freud, der Psychoanalyse, konstituiert, wird die Kritik an der Überbewertung des Sexualtriebs und der Unterbewertung von Hunger und Aggression zum zentralen Element der Theorie. Dazu zwei veranschaulichende Zitate von Fritz Perls. In der Psychoanalyse wird die Bedeutung des Unbewussten und des Geschlechtstriebs betont. Aber die Funktion des Ichs und des Hungertriebs entweder unterschätzt oder vernachlässigt. Das zweite Zitat. Noch deutlicher, schließlich kam ich an einen Punkt, wo die Libido-Theorie mehr hinderlich als hilfreich wurde. Da beschloss ich, den Organismus ohne Libido-Brille zu betrachten und ich erlebte einen der aufregendsten Abschnitte meines Lebens. Erst nachdem ich die Überbewertung der sexuellen fallen gelassen hatte, konnte ich eine vernünftige Haltung finden. Eine Harmonie zwischen mir, meiner Arbeit und meiner Umwelt. Zitat Ende. Das Revolutionäre dieser Erkenntnis lässt in der Theorie der Gestalttherapie die Sexualität in den Hintergrund, Hunger und Aggression in den Vordergrund treten. Zusammenfassend zur Literatur der Gründungszeit, es gibt in den Anfängen einige wenige Aussagen zur Sexualität. Von der Therapiegeschichte her zu verstehen, sind das eher Aussagen, die sich ursächlich aus der Abgrenzung von der Psychoanalyse ergeben und die daher gar nicht zu grundlegenden Überlegungen werden können, wie in der Gestalttherapie mit Sexualität umzugehen sei. Es gibt keine systematische Reflexion, es gibt auch keine systematische Vermeidung. Heute noch lohnende Gedanken lassen sich finden, aber für Fritz und Laura Perls, beide zunächst Psychoanalytiker von Beruf, treten auf ihrem therapeutischen Weg andere Themen in den Vordergrund. 1.2, gestalttherapeutische Literatur der folgenden Generationen. Das Thema Sexualität verschwindet jetzt nahezu vollständig. Ich fasse zusammen. Was Bücher angeht, zu den Zeitschriften dann gleich, nichts Grundlegendes zum gestalttherapeutischen Umgang mit unserem Thema. Weder gibt es bis heute eine eigenständige Buchveröffentlichung, noch finde ich etwas dazu im 2017 in dritter Auflage erschienenen 1200 Seiten starken Handbuch der Gestalttherapie. Nichts im Lexikon der Gestalttherapie,
nichts in Burg Jan Stemmlers Gestalttherapie und Psychoanalyse 2013 unter anderem Titel neu erschienen. Taucht Sexualität auf, dann im Zusammenhang mit sogenannten Schattenaspekten, mit HIV/AIDS, mit Missbrauch, mit Delinquenz, auch mit Homosexualität. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Bei Wheeler Beckman, Gestalttherapie mit Paaren, lese ich als einzige Aussage zu Sexualität, Zitat, im Zeitalter von HIV/AIDS muss das offene Gespräch über Sexualität innerhalb und außerhalb der Beziehung auch die Frage der Sicherheit und des gegenseitigen Schutzes mit berücksichtigen. Zitat Ende. Ja schon, ja, die Frage des Schutzes vor etwas, aber alles ist, ja, dann ist es ein bisschen wenig. Es geht nicht darum, natürlich nicht, dass diese Themen nicht wichtig sind. Was fehlt, ist die Auseinandersetzung mit Sexualität als Thema der Lust, der Lebendigkeit, als einer Größe, die nicht nur den Blick auf das Schwierige verdient. Wir haben es hier mit einem grundlegenden Unterschied zu den meisten anderen Themen zu tun, mit denen Menschen zu uns kommen. Depressivität, Angst zum Beispiel, sind per se eher Schattenthemen. Anders bei der Sexualität. So verletzlich, sensibel und intim, so sehr ist Sexualität auch ein Thema der Kraft und der Lust und der Freude. Eine kleine Anmerkung. Ich verstehe den beschriebenen Schattenblick, in Anführungsstrichen, den wir in der Literatur finden, auch als einen Ausdruck der gesamten abendländischen Tradition mit dem Thema Sexualität. Es geht um die Warnung vor den Gefahren, nicht um die Ermöglichung von Lust. Diese Spur führt in direkter Linie zur Kirche mit ihrer unheilvollen Tradition, die Sexualität betreffend. Aber das ist ein anderes, wenngleich verwandtes Kapitel. Zurück zur Literatur. Eine Veränderung ist wahrnehmbar in den letzten Jahren. Das Gender-Thema schafft sich in verschiedenen Publikationen Platz. Überlegungen zur Bedeutung der Beziehung, Beziehungsqualität für sexuelle Themen tauchen auf. Am deutlichsten vielleicht, ich möchte diesen Text erwähnen, in einer Veröffentlichung von Nancy Amend-Leon. Sie schreibt im Sammelband Gestalttherapie in der klinischen Praxis 2013, Deutsch 2016, in Teil 4, spezifische klinische Leiden, ein Kapitel zu beziehungsorientierte sexuelle Themen, Liebe und Begierde im Kontext. Wenngleich auch hier der Schwerpunkt auf der sexuellen Störung liegt, gibt es grundlegende und wesentliche Überlegungen zu unserem Thema. Auch der sich anschließende Kommentar mit den Fragen an Amend-Leons Text kann meines Erachtens den Diskurs anregen. Zu den Zeitschriften. Zunächst der deutschsprachige Raum. Ich fasse zusammen. In der Zeitschrift Gestalttherapie, in der Gestaltkritik des Kölner, der Gestaltzeitung des Frankfurter Instituts, der Zeitschrift Integrative Paartherapie. Hunderte von Artikeln, davon beschäftigen sich zwei explizit mit dem gestalttherapeutischen Umgang mit dem Thema Sexualität. Ich lasse einen 2009 erschienenen Text zur Paarsynthese weg. Er erscheint auch unter andere Verfahren, den von Michael Köln entwickelten Ansatz, in dem die Sexualität eine explizite Rolle spielt. Da ist ein Aufsatz 1996 in der Zeitschrift für Gestalttherapie, dazu später mehr. Dann in der Gestaltzeitung 2001 ein Artikel von Rolf Heinzmann, Gestalttherapie und Sexualität, der sowohl meine Recherche bestätigt, wie wesentliche Gedanken zur Bedeutung des Themas ausführt. Im englischsprachigen Raum ist die Lage ein wenig anders. Ich erwähne vor allem die für unseren Zusammenhang grundlegenden Publikationen von Leanne O'Shea und Stella Resnick in der Gestaltreview 2000 bzw. 2004. 2008 eine Zeitschrift von Amend-Leon zur Genderfrage, 2009 und 2014 weitere Beiträge zur Genderfrage. Eine interessante Entdeckung, zwei 1977 bis 1979 erschienene Aufsätze von Donald Mosher, die uns vielleicht auch ein wenig einen Weg weisen können. Soweit meine Literaturrecherche. Ich denke, ich konnte verdeutlichen, das Lebensthema Sexualität ist im theoretischen Diskurs der therapeutischen Schule, die so viel Wert auf Lebendigkeit legt,
bis ungefähr zum Jahr 2000 eine völlige Leerstelle und sie ist bis heute nicht ausreichend gefüllt, um gelingendes Handeln in der Praxis zu befördern. Ich füge an dieser Stelle an, die Recherche der Curricula, Stichwort Ausbildungen von 20 deutschsprachigen Gestaltinstituten ergibt, dass nur in einigen wenigen sexuelle Themen expliziter Bestandteil der Ausbildung sind. Und dann fast immer im Blick auf Störungen, also eher auf die klinischen Aspekte der Sexualität. Zweimal gibt es ein Angebot zu Geschlecht und Identität. Grundanliegen der Gestalttherapie aber ist meines Erachtens eben noch immer nicht das Beheben von Störungen, sondern der Blick auf das Fördern von Wachstum und Lebendigkeit. Und eine letzte Anmerkung, als ich mir die Ausschreibungen der Tagungen der ÖAGG der vergangenen Jahre anschaue, fällt mir auf, dass weder bei Scham 2013 das Wort Sexualität auftaucht, noch bei Körper Selbsterfahrung 2015, noch bei Lieben ist alles, wobei das diese Tagung ja hervorgerufen hat. Das lässt in mir die Frage auftauchen, ob wir die Sexualität, wenn wir uns mit ihr beschäftigen, nicht auch schnell ausklammern, wenig einbeziehen in unsere Fragestellungen. Und für hier heißt das, wie kommt der Körper vor in unserem Sprechen über Sexualität? Auch das Wort Leib, was ist der Unterschied zu Körper, der immer wieder auftaucht? Wie kommt die Scham vor? Wie kommt die Liebe vor? Ich freue mich an dem Gedanken, die Sexualität als eigenständige Größe und doch nicht isoliert zu betrachten, Figur und Hintergrund. Und komme zu Teil 2, Vermutungen über die Gründe für die Meidung des Themas. Und gehe dabei davon aus, je besser wir die Gründe kennen, desto besser können wir die Auswege finden. Erstens, die in Teil 1 dargestellte Abgrenzung von der Psychoanalyse, der Vorrang des Hunger-Aggressionsthemas vor der Libido-Thematik, wirkt möglicherweise ihre Schatten bis heute. Mag sein, es wäre für Gestalttherapeutinnen Vatermord an Fritz Perls, das freudsche Thema der Sexualität aufzugreifen. Zudem, Fritz Perls sprach einmal davon, dass, Zitat, dies eine der vier wichtigsten unerledigten Situationen meines Lebens geblieben ist, Zitat Ende. Nämlich das Gefühl von Freud bei einer kurzen Begegnung im Jahr 1936, ich meine, es war in Wien, abgewiesen worden zu sein. Diese Episode lässt uns vielleicht die Tiefe der Abgrenzung von der Freud'schen Analyse noch besser verstehen. Zweitens, ein weiterer Grund scheint mir bedenkenswert. Stephen Perls, der Sohn von Laura und Fritz Perls, spricht anlässlich des 100. Geburtstags seines Vaters im Jahr 1993 davon, dass, Zitat, er es nicht verstand, also Fritz Perls, anderen auf gleicher Ebene zu begegnen. Das sei, so der Kontext, einer der Gründe, warum die frühe Gestalttherapie Fragen der Intimität ausließ. Und warum sie das Individuum über die Gemeinschaft stellt. Es könnte also die Vermeidung des Themas Sexualität mit einer Vermeidung des Themas der Intimität, der Beziehung bei Fritz Perls zusammenhängen. Drei, einen nächsten Grund nenne ich den zeitgeschichtlichen. Ich stelle mir die erste Generation der Gestalttherapeuten vor. Am Ende des 19. Jahrhunderts hineingeboren in eine Zeit völliger Tabuisierung von Sexualität, durch die Psychoanalyse mit einer revolutionären Öffnung im beruflichen Kontext und dann noch mit der sogenannten sexuellen Revolution konfrontiert. Es ist keine leichte Aufgabe, in diesem Spannungsfeld einen guten Weg zu finden. Ein zugleich offenes und die Grenzen wahrendes Umgehen ist von dieser Gründergeneration vielleicht schwer zu erwarten. Vier, im Wesen der Gestalttherapie sehe ich eine weitere Ursache, nämlich den Vorrang des Wie vor dem Was. Wir brauchen keine Theorie zu einem bestimmten Thema, weil wir mit dem Offensichtlichen gehen. Nun hat sich das aber den Anforderungen der therapeutischen Praxis entsprechend geändert. Jedenfalls gibt es inzwischen in einer Reihe von Veröffentlichungen, siehe Handbuch der Gestalttherapie, ausführliche Kapitel zu verschiedenen Anwendungsbereichen, aber kaum etwas Grundlegendes
zur Sexualität. Es ist auffallend, dass gerade im Blick darauf die alte Verweigerung der Theorie besonders lange Bestand hat. Und ein letzter Grund, fünftens, wird in der folgenden Überlegung zu finden sein. Das Diktum vom Vorrang der Praxis hat ja in Bezug auf die Sexualität eine bestimmte Brisanz. Das Nichtvorhandensein jeglicher Theorie steht in starkem Gegensatz zur gelebten Praxis. Nicht des therapeutischen Umgangs mit dem Thema Sexualität, sondern gelebter Sexualität. Die Affäre von Fritz Perls und einigen seiner Nachfolger mit Klientinnen, das Laissez-faire, wie Laura Perls über die Iselin-Zeit schreibt, sind oft benannt worden. Die Befreiung aus jahrhundertealten Fesseln ist nachvollziehbar. Und es geht nicht darum, ein Urteil zu sprechen. Es geht darum, zu begreifen und Position zu beziehen. Heute gilt dieses Verhalten als Missbrauch in der Therapie und ist damit strafbar. Wir haben in der DVG seit 1992 Ethikrichtlinien. Und wie diese Ethikrichtlinien notwendige Wächter, so Leanne O'Shea, sein können, ohne das Thema Sexualität wieder in den Untergrund zu drängen, das halte ich für eine wesentliche Frage. Sich der Sexualität in der Gestalttherapie anzunehmen, heißt also auch, sich den problematischen, grenzüberschreitenden Aspekten der Geschichte der Gestalttherapie zu stellen. Soweit meine Gedanken zu den Gründen, diesen fünf möglichen Gründen für das weitgehende Schweigen. Mag das auch nachvollziehbar werden, angemessen ist es nicht mehr. Was haben wir hinter uns zu lassen, damit wir Neues weiterentwickeln können? Was hemmt uns? Wo in der Dornenhecke hängen wir fest? Des folgenden dritten Teil ein paar Gedanken zur Notwendigkeit, die Vermeidung aufzuheben. In jeder Lebensgeschichte, das haben wir gerade vorhin gehört und wissen es auch, und damit auch in jeder Therapie, ist das Thema Sexualität wesentlich. Es ist vorhanden, auch wenn wir es ignorieren. Und das Vorhandensein ist Grund genug, zu einem guten Umgehen damit zu finden. Dabei halte ich die Sexualität in zweierlei Hinsicht für einen Sonderfall, historisch und persönlich. Historisch, nach jahrhundertelanger Tabuisierung, finden sich deren Auswirkungen trotz aller sexuellen Liberalisierung der letzten 50 Jahre, so behaupte ich einmal, noch in uns allen. Die Gefahr ist groß, dass die Verklemmtheit, die Scham, die Sprachlosigkeit von Therapeutinnen und Klientinnen sich unausgesprochen verbünden und Wachstum dort blockieren, wo es am notwendigsten wäre. Carl Rogers sagte einmal, was am schwierigsten auszusprechen ist, ist am meisten der Mitteilung wert. Die Tatsache, dass Sexualität ausführlichst öffentlich verhandelt wird, ist kein Gegenargument. Meine in der Arbeit mit Jugendlichen und mit Erwachsenen vielfach bestätigte Erfahrung ist vielmehr, dass die Spannung zwischen der alten Tabuisierung und der neuen Öffentlichkeit so groß ist, dass sehr viele Menschen sehr viel mehr Verunsicherung die Sexualität mit sich tragen, als hier bekannt wird. Die Frage, wer bin ich als Frau, wer bin ich als Mann, hängt damit unmittelbar zusammen. Das Sprechen über diese Fragen ist bei weitem nicht so einfach, wie das durch die Medien vermittelt wird. Vielmehr scheint mir der Satz, Sexualität ist in aller Munde, aber niemand redet darüber, der Wahrheit sehr nahe zu kommen. Wir leben also, das meine ich mit Sonderfall, in einer historischen Situation zwischen extremer Tabuisierung und Offenheit im Blick auf die Medien, extremer Veröffentlichung der Sexualität. Damit umgehen zu lernen, ist Aufgabe von Therapeutinnen und Klientinnen. Dieser Situation begegnen wir auch in den Therapien. Und das nicht nur, wo ein Symptom wie Sexsucht oder Pornografiesucht auftaucht, sondern auch, wo Schweigen herrscht. Haben wir als Therapeuten, Therapeutinnen nicht die Wahl, über Sexualität zu reden oder zu schweigen, können wir unserer Aufgabe nicht gerecht werden, die Klientinnen auf ihrem Weg zu unterstützen.
B, der individuelle Sonderfall. Ich halte die Sexualität deshalb für einen Sonderfall, weil sie geheimnisvoll und normal zugleich ist. Die Vorstellung, dass mit der Erlaubnis der Sexualität sich die sexuellen Probleme lösen würden, hat sich nicht erfüllt. Die Probleme sind andere geworden, Stichwort Lustlosigkeit. Das Wesen der Sexualität ist komplex und abgründig, es ist aufregend und beunruhigend. Es erfordert beides, ein offenes Umgehen damit, als sei sie das normalste Geschehen der Welt, und Zurückhaltung, Achtung der Grenzen, Wahrung der Intimität, als sei sie das größte Geheimnis des Menschen, ein Mysterium. So braucht dieses Phänomen Sexualität auf diesem Hintergrund unser bewusstes Handeln, ob es Sprechen oder ob es Schweigen bedeutet. Wollen wir Verbündete des Wachstums und nicht Verbündete der Blockaden sein? Für einen bewussten Umgang mit dem Thema spricht auch noch eine andere Überlegung. Um das Jahr 1980 beginnt das Thema des sexuellen Missbrauchs öffentlich zu werden, zugleich auch HIV/AIDS. Es schieben sich wieder die Schattenseiten der Sexualität in den Vordergrund, kaum dass die Lustseite sich Platz verschafft hatte. Damit ist die Gefahr eines neuen Puritanismus im Raum. Greife ich als Therapeut, Therapeutin das Thema Sexualität auf, kann schnell die Angst, die Unruhe mitschwingen, des sexuellen Übergriffs bezichtigt zu werden. Die Strategie der Vermeidung liegt nahe. Heinzmann schreibt in dem erwähnten Artikel, so hätte der Therapeut auf jeden Fall seine Unschuld bewahrt. Es schweigt sich also leicht in der Verwirrung zwischen sexueller Überöffentlichkeit und neuem Puritanismus, nur es bringen eben Klienten und Klientinnen diese Verwirrung oft auch mit. Und wo Verwirrung auf Verwirrung trifft, Schweigen auf Schweigen, kann schwer Klarheit oder Wachstum entstehen. Für die Gestalttherapie ist die Lage noch brisanter, ich greife kurz zurück, dazu noch einmal ein Zitat von Heinzmann. Als Gestalttherapeut wird man überdies noch vorsichtiger sein, weil durch die sexuellen Auswüchse in den ersten 35 bis 40 Jahren eine Art Erbsünde besteht, die in Form von Askese gebüßt werden muss. Mir scheint die Zeit reif, diese Art der Askese zu beenden. Mag die Erbsünde nun gebüßt sein, sie ist auf jeden Fall auf diese Art nicht zu büßen. Ein sinnvoller Weg kann nur in einem offenen und offensiven Umgang mit der eigenen Geschichte, der persönlichen und der Geschichte der Gestalttherapie liegen. Im Aufgeben der Vermeidung, im Mut, sich auf das Thema einzulassen. Dass das Agieren der Sexualität in der therapeutischen Situation unzulässig ist, darf nicht zur Vermeidung werden. Und es den Klientinnen zu überlassen, ob Sexualität als Thema auftaucht oder nicht, ist in diesem Fall insofern unzulässig, als wir wissen, dass sie eben genau dabei unsere Unterstützung brauchen, dass Sexualität Thema werden kann. Es ist unsere Aufgabe, den Raum dafür bereitzustellen. Und um dieser Aufgabe gerecht zu werden, braucht die Gestalttherapie eine Sprache für Sexualität und Orte der Auseinandersetzung. Vielleicht ist die Aufgabe auch so zu beschreiben, das Thema ist in der Theorie zu verorten, ohne eine Theorie festzuschreiben. Und einen Schritt weiter gedacht, ich folge Frank Stemmler, der das in Bezug auf das Theorem des Hier und Jetzt macht, in Gestalttherapie im Umbruch. Wir könnten eine Neubestimmung oder der Einbeziehung anderer Ansätze, anderer therapeutischer Schulen wagen. Und das gehört schon zur Überleitung, greift ein wenig vor, in Teil 4, zu den Ausblicken. Bevor ich zu konkreten Folgerungen, Stichwort Ausbildungen komme, noch einige meiner Gedanken und Überlegungen, die in Richtung einer solchen Verortung in der Theorie gehen und vielleicht auch den Weg in konkrete Schritte weisen können.
Deutlich ist mir im Laufe der Jahre geworden, dass Sexualität in der Therapie in zweierlei Weisen auftreten kann, wobei die sich nicht ausschließen. Sexualität kann der Anlass oder der Grund sein für den therapeutischen Prozess oder er wird während eines therapeutischen Prozesses zum Thema. Zweitens, Sexualität taucht im Verlauf des therapeutischen Prozesses in der therapeutischen Beziehung auf, als erotische Anziehung, Verliebtheit oder sexuelles Agieren. Wir brauchen in beiden Fällen ein Instrumentarium für den Umgang damit. Sonst kann entweder die darin verborgene Chance verloren gehen oder direktes oder auch indirektes Agieren kann zu Schaden führen. Zuerst, Sexualität ist Anlass oder Grund der Therapie oder wird im Prozess zum Thema. Das kann auf folgende Weisen geschehen. Es kann ja um eine sehr klar eingegrenzte sexuelle Thematik gehen. Wissen und Sprache dafür sollten zu unserem Handwerkszeug gehören und um gut damit umzugehen. Aber auch um zu entscheiden, ob es sinnvoll ist, weiter zu verweisen, dazu später mehr. Und auch wenn das Thema schon Figur ist, muss der Kontext, das Feld, in dem dieses sexuelle Thema sich abspielt, betrachtet und einbezogen werden. Die andere Seite, die Sexualität, ist zwar der Anlass, das Thema, mit dem jemand kommt. Es erweist sich aber als Thema etwas anderes, dahinterliegendes. Die Sexualität kann Symptom für etwas sein, wir haben das vorhin gehört. Sie kann dienen als Hinweis auf. In einem solchen Fall hängt viel davon ab, dass ich das sexuelle Thema ernst nehme und zugleich versuche, ein Verstehen der hinter der sexuellen Situation sich verbergenden Thematik zu ermöglichen. Gelingt das, ist diese zu bearbeiten. Die sexuelle Thematik wird, wenn es natürlich auch kein Zufall ist, dass gerade sie zum Symptom wird, zweitrangig. Handwerkszeug zum Umgehen mit dem Thema brauchen wir auch hier. Und für die Mehrzahl der Fälle, in denen Sexualität Thema ist oder mit uns als Hebammen wird, scheint mir eine dritte Art der Beschreibung angemessen. Sexualität ist oft zugleich eigenständiges Thema und Hinweis auf andere Lebensthemen. Dann könnte also von Anfang an im besten Fall der Raum da sein, dass sie zur Sprache kommen kann und zugleich das Feld, in dem sie auftaucht, sollte im Gewahrsam sein. Letztendlich sind nämlich sexuelle Lust und Lebenslust zwar unterscheidbar, aber eng zusammenhängend. Ein kurzes Zitat aus einem der oben genannten Aufsätze. Wer nur Lust beim Sex empfindet, lebt seine Lust sehr eingeschränkt. Die gestalttherapeutischen Begriffe dafür sind klar, Sexualität muss aus dem Hintergrund heraustreten und Figur werden können und umgekehrt. Das Explorieren dieses Geschehens wird für uns leichter sein, wo Klienten eine Sprache haben für Sexualität, wo sie Zugang zu ihrem Körper und zu ihrer Lust haben oder schon einmal hatten. Dann können wir für die weitere Entwicklung dem Raum geben, was da ist oder schon da war. Schwieriger ist die Aufgabe, wenn dieser Zugang noch gar nicht da war. Dann allerdings ist unsere Kompetenz in Sachen Sexualität umso nötiger. So viel zu den Situationen, in denen Sexualität als Anlass oder Grund der Therapie auftaucht. Zu dem anderen Geschehen, dass Sexualität im Verlauf des Prozesses und in der therapeutischen Beziehung auftaucht, als erotische Anziehung, Verliebtheit oder sexuelles Agieren, haben wir vorhin einiges gehört. Ich sage, wo es auftaucht, dass es immer da ist als ein Grundgeschehen, das ist, glaube ich, deutlich geworden. Wir sind in einem bestimmten Alter, wenn wir mit jemandem arbeiten. Wir sind in einer bestimmten sexuellen Situation selbst. Wir leben in einem bestimmten kulturellen, in einem bestimmten religiösen Kontext und das alles spielt natürlich in die Situation, in die therapeutische hinein. Wo das Thema auftaucht, dazu sagen Eidenschink in einem Artikel aus dem Jahr 1996,
Ödipus in der Gestalttherapie wesentlich ist. Ich will Ihnen ein kurzes Zitat geben. Wie begegnen wir als Therapeuten und Therapeutinnen der Lust und der Sexualität unserer Klientinnen und Klientinnen? Wie gehen wir mit unseren eigenen Gefühlen, unseren eigenen sexuellen Gefühlen in Bezug zu unseren Klienten und Klientinnen um? In manchen Therapien scheint das Thema Sexualität nicht vorzukommen, weder auf der Rollen- und Verhaltensebene, noch auf der Ebene der Inhalte, noch atmosphärisch findet sich irgendetwas Sexuelles. Gemäß dem gestalttherapeutischen Motto Take the Obvious bedeutet dies, dass das Thema eben dadurch vorkommt, dass es ausgespart wird. Zitat Ende. Es ist also für das Gelingen von Psychotherapie wesentlich, erotische und sexuelle Empfindungen wahrzunehmen. Andernfalls wird ein wesentlicher Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung möglicherweise vermieden. Und ich stärke das vorhin Gehörte, für die therapeutische Arbeit ist die Trennung von Fühlen und Handeln unverzichtbar. Die erotischen Gefühle müssen auf beiden Seiten gefühlt werden können, um die ödipale Situation bearbeiten zu können. Handeln muss ausgeschlossen sein, damit die frühe Situation nicht wiederholt wird. Der therapeutische Raum ist der sichere Raum, in dem das Thema auftauchen und aufgelöst werden kann. Um die Reifung der Klientinnen zu unterstützen, zum Beispiel durch die Stärkung der männlichen oder weiblichen, der Geschlechtsidentität, die sich immer zunächst im Inneren entwickelt, bevor sie sich in der sexuellen Handlung ausdrückt, darf diese weder ignoriert noch agiert werden. Und im Grunde ist es ja wie in jeder anderen therapeutischen Situation auch. Das Auftauchen und Wahrnehmung der eigenen Gefühle ist wesentlich, und es ist unsere Aufgabe zu unterscheiden, Übertragung gegen Übertragungsphänomene. Was hat es mit mir selbst zu tun? Ist es ein Gegenübertragungsphänomen? Kann ich es nutzen? Gehört es zu mir? Dann habe ich es woanders zu klären. Gegebenenfalls verliebe ich mich zum Beispiel tatsächlich, muss ich die therapeutische Beziehung beenden, um verantwortlich zu handeln. Das zeigt auch noch einmal, was in der Sitzung entsteht, ist jeweils von beiden erschaffen. Ich gehe einen Schritt weiter. In jeder längerfristigen therapeutischen Beziehung könnte, sollte dieses Thema nicht ausgespart bleiben. Das heißt nicht, dass es überall auftauchen muss explizit, aber ich denke, wir sollten es im Blick haben. Aus dem bisher Gesagten ergeben sich drei Grundkompetenzen, die im therapeutischen Prozess für den Umgang mit dem Thema Sexualität notwendig sind. Das eine scheint mir die Bewusstheit zu sein, das ist sozusagen der Selbsterfahrungsanteil über unsere eigene Geschichte und Sexualität. Ich lasse es jetzt bei dieser kurzen Anmerkung über unsere Bewusstheit, dann ist es das Thema der Sprache. Da ja bei weitem nicht alle Klientinnen eine Sprache haben für die Sexualität, scheint sie mir von großer Bedeutung zu sein. Ich selbst vermute, die Sprachlosigkeit im Privaten entspringt einer Mischung aus den Resten von jahrhundertealter Tabuisierung, einer überschwemmenden Bilderfülle in den Medien mit den darin enthaltenen Ansprüchen und der Intimität des Themas. Trifft das alles drei aufeinander, ist es nicht leicht, Worte zu finden. Wir brauchen also eine Sprache für sexuelle Sachverhalte, wenn es stimmt, dass Sexualität zugleich eigenständiges Geschehen und Teil des Ganzen, Figur und Grund sein kann, dann brauchen wir eine Wahl zu sprechen oder zu schweigen und es darf weder einen Zwang zur Veröffentlichung noch einen Zwang zum Verschweigen geben. Es geht vielmehr um eine Gratwanderung mit allen innewohnenden Gefahren und Chancen. Die Grenze zu achten, meine eigene und die der Klientin, und die Grenze zu erweitern, als Angebot, nicht als Übergriff. Dazu sind beide Haltungen nötig, Mut und Behutsamkeit. Sie könnten uns zu Wegweisern werden, beide. Beim Umgang mit der Sexualität zeigt sich, meine ich, in ganz besonderer Weise die Kunst der Gestalttherapie.
Begegnung zu ermöglichen, ohne Übergriff und ohne Vermeidung. Wähle ich die Seite des Muts, darf ich nicht übergriffig werden. Wähle ich die Behutsamkeit, darf ich nicht Komplizin der Vermeidung werden. Ich bin also zugleich genau neben den Klientinnen und einen Schritt voraus, um Begegnung und Kontakt zu ermöglichen. Mit Paul Tillich zu sprechen, die Grenze ist ein Ort der Erkenntnis. Diese Grenze gilt es jeweils im Dialog neu zu erforschen. Ich lasse das Beispiel jetzt weg im Blick auf die Zeit, damit ein wenig mehr Raum bleibt zum Sprechen. Das Dritte scheint mir das Wissen zu sein. Wir brauchen Wissen über den Körper von Mann und Frau, über sexuelle Vorgänge, über sexuelle Dysfunktionen, damit wir nicht zu schnell die sexuellen Themen an Spezialistinnen weiterverweisen. Ich zitiere einen Psychoanalytiker, Eigner, Zitat: Zu randständig wird das Thema Sexualität heute noch in den meisten psychotherapeutischen Ausbildungen und Fachspezifika positioniert. Zu sehr gilt Sexualität und gelten sexuelle Probleme nach wie vor als Spezialprobleme, die von Spezialistinnen behandelt werden sollen, anstatt sie als Teil und Ausdruck allgemeinmenschlicher Entwicklungsproblematik zu verstehen. Und Margret Hauch sagt in einem Artikel von 2005, Zitat: In unserer klinischen Arbeit wird immer wieder deutlich, dass auch sexuelle Probleme, unter denen die Patientinnen und Patienten stark leiden und die diagnostisch als sexuelle Funktionsstörungen zu werten sind, neben der massiven Belastung eine schützende Funktion haben, die sich nur unter Berücksichtigung der individuellen Lebens- und Partnersituation, also dem Feld, erkennen lässt. Professionelle Helferinnen und Helfer, an die sich Frauen und Männer mit sexuellen Problemen wenden, sind gut beraten, sich zunächst ein genaues Bild von der jeweiligen Situation zu verschaffen. So lässt sich verhindern, dass aus Angst die Behandlung des Themas Sexualität könne den eigenen Kompetenzrahmen sprengen, vorschnell eine behandlungsbedürftige sexuelle Funktionsstörung diagnostiziert wird, verbunden mit der entlastenden Konsequenz, die Patientinnen und Patienten rasch an entsprechende Expertinnen und Experten verweisen zu können. Etwas weiter gefasst ließe sich sagen, dass therapeutisch Tätige, die Raum für ein offenes Gespräch über sexuelle Erfahrungen und Klagen lassen, nicht gleich damit rechnen müssen, mit behandlungsbedürftigen sexuellen Funktionsstörungen konfrontiert zu werden. Es wäre hilfreich, in diagnostischen Gesprächen nach sexuellen Erfahrungen zu fragen und auf den negativ wertenden Begriff Problem zunächst zu verzichten. Auf diese Weise ließe sich der herrschende Sexualitätsdiskurs mit seinen impliziten Vorgaben über richtige sexuellen Funktionieren, gelungener Sex mündet immer in den Orgasmus, und seinen Erlebnisimperativen Lust auf Sex ist gut, vielleicht ein wenig auflockern. Und im weiteren Sinn zu wissen gehören zwei Aspekte, die ich nur kurz benenne. Einmal der Aspekt, was ist Sexualität? Meine Antwort darauf wird meine Arbeit beeinflussen. Und es geht darum, ob und inwieweit wir Sexualität eben als Problem oder nicht als Problem auffassen. Diese in der Gestalttherapie grundlegend kontrovers diskutierte Frage scheint mir hier von besonderer Bedeutung zu sein. Und vielleicht kann uns das Bild des Kontinuums helfen. Am einen Ende steht meiner Ansicht nach fast der sexualpädagogische Aspekt, den wir manches Mal in den Therapien brauchen. Aufklärung, Wissen, klare Worte dafür und erst am anderen Ende des Spektrums steht die Pathologie, das klinische sexuelle Problem. Dazwischen gibt es vieles, vom Thema bis zur Störung. Und jede von uns könnte sich entsprechend Ausbildung, Persönlichkeit, Kompetenz einen Platz in diesem Kontinuum suchen. Zunächst sind wir jedenfalls für diese Thematik genauso zuständig wie für andere Themen. Und die Folgerungen? Mir scheint, ich greife einen Beitrag von vorhin auf, stärke ihn, daraus ergibt sich, dass zuallererst die therapeutische Ausbildung diese Kompetenzen nicht dem Zufall überlässt, sondern dass deren Entwicklung, die Entwicklung der Curricula, konstitutiver Bestandteil der Ausbildungsgänge werden sollte. Sprachfähigkeit könnte eingeübt,
Wissen vermittelt, eine Reflexion der eigenen Geschichte könnte auf achtsame Weise angeregt werden und nicht dem Zufall überlassen, sondern konstitutiv. Das wären Wachstumschancen für Therapeutinnen und die könnten zu Wachstumschancen für Klientinnen werden. Der therapiegeschichtlich zu verstehende Mangel an Sexualität könnte so überwunden werden im Sinne der Uridee der Gestalttherapie, nämlich dem Leben in all seinen Aspekten Platz zu machen. Natürlich ist das nicht nur in der Ausbildung zu erwerben, gehören Fortbildungen dazu, Supervision und Intervision, der theoretische Diskurs und unsere persönliche Entwicklung. Nur so kann wohl die Integration gelingen. Und zur letzten Frage, ob wir eine gestalttherapeutische Sexualtherapie brauchen. Nur ein Zitat von Laura Perls. Sie sagt einmal zur Frage der Notwendigkeit von Körpertherapie: Es geht nicht darum, Zitat, bloß einen Workshop hier und da zu machen, sich also etwas anzueignen. Es kommt ganz auf den einzelnen Therapeuten an. Hoffentlich hat er eine Haltung assimiliert und integriert, sodass sie Teil des Hintergrunds wird, auf den er sich verlassen kann. Und dann kommt es auf die fortwährende Aufmerksamkeit während der therapeutischen Situation an. Das gilt meines Erachtens auch und genauso für den Umgang mit Sexualität. Ich wollte Ihnen mit diesen Ausführungen ein paar Anregungen geben, wie wir uns weiter auf den Weg machen können, um Wachstum und Lebendigkeit auch im Blick auf Sexualität zu fördern. Dazu wird es nötig sein, das auf der gestalttherapeutischen Landkarte kaum bewohnte Land mit Leben zu füllen, im Bild des Dornröschenmärchens das Fehlende zu ergänzen, das Ausgestoßene wieder einzugliedern. Und wenn wir unsere Verbindung zur Psychoanalyse nicht ganz leugnen wollen, wo Löcher waren, soll ein Ganzes werden. Vielen Dank.